Was geht ab, meine Z-Fighter aus dir und heute zu meinem Anfängerguide zu Dragon Ball Heroes World Mission. Das Spiel gibt es für die Nintendo Switch und den PC. Ich werde euch heute versuchen zu erklären, was es denn an sich mit dem Spiel auf sich hat, wie man das Ganze spielt und so, dass ihr dann im Endeffekt hoffentlich eine Übersicht und ein Verständnis davon haben, was sie von diesem Spiel erwarten können oder wie das Spiel eigentlich funktioniert. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch mal gleich sofort an. Bevor wir doch zum eigentlichen Guide kommen zum Spiel selbst, lasst uns erstmal klären, was hat es denn mit der Marke Dragon Ball Heroes an sich auf sich, sodass sie ein Vorwissen haben, sodass sie überhaupt wissen, ey, woher kommt denn dieses Spiel, was hat es damit auf sich? Denn Dragon Ball Heroes an sich gibt es schon seit dem 11. November 2010, aber nur in Japan. Denn in Japan ist Dragon Ball Heroes ein Spielautomatenspiel in den Videospielhallen. 2016 wurde das Ganze geupdatet und der Name wurde geändert zu Super Dragon Ball Heroes. Da wurde dann quasi die Hardware des Spielautomaten verbessert, die Grafik wurde verbessert, gewisse Techniken wurden hinzugefügt und so fort, Freunde. Jedenfalls, um das Ganze in Japan zu spielen, braucht man eine Hero-Lizenz. Das ist so gesehen eure Speicherkarte, die steckt man in Spielautomaten rein und dort sind dann eure Speicherdaten. Das Ganze spielt man mit realen physischen Karten in Japan. Diese Karten kann man auch aus den Maschinen bekommen oder ziehen, wenn ihr es so haben mögt. Und wenn man quasi sein Deck baut, das Deck besteht aus 7 dieser Karten und auf das Eingabefeld des Spielautomaten legt, dann kann man quasi mit diesen Karten spielen gegen andere Spieler und so und so fort. Also das mal zum Vorwissen, was ist denn Dragon Ball Heroes oder besser gesagt Super Dragon Ball Heroes an sich selbst. Deswegen ist dann Super Dragon Ball Heroes World Mission für die Switch und den PC eine Portierung von Super Dragon Ball Heroes aus den Videospielhallen aus Japan. Dementsprechend wird es quasi heute im Anfang, wie gesagt, darum gehen, wie man das Ganze nämlich spielt. Deswegen würde ich auch sagen, fangen wir erstmal mit dem Wichtigsten an, nämlich den Karten aus Super Dragon Ball Heroes World Mission. Genau, und um zu wissen, wie eine Karte funktioniert, schauen wir uns jetzt erstmal den Aufbau dieser Karten an, denn im Endeffekt spielt man ja mit seinem eigenen Deck, bestehend aus 7 Karten. Wir halten uns hier, beziehungsweise nehmen wir als Beispiel und orientieren wir uns an der Karte Golden Cooler. Wie ihr seht, hat Golden Cooler eine Kartennummer. Bei ihm ist es UM2SEC2. Was heißt das? Das signalisiert, aus welchem Set oder so gesehen aus welchem Booster dieser Golden Cooler entstammt. UM2 steht für Universal Mission 2. SEC steht für die Rarität. Darauf kommen wir auch noch gleich zurück zu sprechen. Zudem hat diese Karte einen Namen. In dem Fall ist das Gold Cooler. Außerhalb davon gibt es Typen. Eine Karte hat einen Typus. Cooler ist hier quasi an der Stelle vom Typus Elite. Es gibt im Spiel selbst, Dragon Ball Heroes World Mission, 3 Typen. Zum einen Heroes, Elite, Berserker. Das merken wir uns erstmal. Auf die Typen werde ich noch detailreich eingehen nachher im Gameplay. Aber an sich gibt es noch einen weiteren Typen. Dieser Typus heißt Spezial, ist grün. Das sind quasi Supporter, die kann man einmal im Deck nutzen. Zudem hat eine Karte noch eine Rarität. Es gibt 4 verschiedene Raritäten in Super Dragon Ball Heroes. Zum einen bei Cooler sehen wir das. Er hat die 4 Sterne, das heißt, das macht seine Rarität aus. 4 Sterne und eine goldene Umrandung, sagen wir mal. Das merken wir uns. Zum einen gibt es ganz logisch die 1-Stern-Charaktere. Das sind die, die es häufig gibt. Das sind Common-Charaktere. 2 Sterne sind Rare-Charaktere. 3 Sterne sind Super-Rare. 4 Sterne ohne diese goldene Umrandung sind quasi Ultimate-Rare-Charaktere. Aber wenn ihr 4 Sterne-Charaktere habt mit einer goldenen Umrandung und in der Kartennummer ein SEC, so wie Cooler, dann sind das die Karten, die am seltensten sind. Und in der Regel sind das auch die stärksten Karten im Spiel. Außerhalb davon gibt es auch Charaktere mit der Rarität K, wie es hier steht. Das sollten Promokarten sein. Zudem haben die Karten noch Stats. Zum einen ist das die HP, Power und Guard. Auf Deutsch ist es quasi TP, also HP, Trefferpunkte, Lebenspunkte. Wir haben Angriff, wir haben Kraft und wir haben die Verteidigung, die Abwehr so gesehen. Außerhalb davon hat noch jede Karte eine Card Action Ability, CAA heißt es auf Englisch kurz. Ist quasi ein spezieller Effekt, den man unter gewissen Bedingungen auslösen kann, indem man gewisse Bewegungen, sage ich mal, ausübt im Spiel selbst. Diese können, wie gesagt, heißen Card Action Ability. Eigentlich tut man dann quasi in den Spielautomaten die Karte im Eingabefeld bewegen. Es gibt aber noch TAAs, das sind Touch Action Abilities. Dafür kann man quasi seinen Finger benutzen, das sind dann Touch Abilities. In Super Dragon Ball Heroes World Mission selbst funktioniert das Ganze entweder über den Controller oder über die Touch-Eingabe der Switch. Und wenn die gewissen Bedingungen quasi erfüllt sind, kann man dadurch eine Ability auslösen. Ich vergleiche es gerne eher, oder ich nenne es eher Active Skill. Heißt, wenn irgendeine Bedingung stimmt, dann könnt ihr quasi einen Active Skill aktivieren und ihr schaltet etwas frei. Jede Karte hat dann noch eine Card Ability, ist quasi ein Effekt, so gesehen eine Passive. Es gibt 4 verschiedene Typen von Passive, die gucken wir uns nachher im Gameplay genauer an. Und jeder Karte hat natürlich auch noch eine Super Attack.
der Name davon wird gelistet, ist quasi eine Super Attack. Er startet seinen Superangriff, ist glaube ich selbsterklärend im Kampf dann. Diese Super Attack hat aber auch Super Attack Kosten, also Kosten, je nachdem wie viel Heldenenergie man hat, schauen wir es später auch an. So und so viel wird dann diese Super Attack kosten. Im Fall von Cooler sind das 7. Wir brauchen 7 Heldenenergie, um die Super Attack von Cooler zu starten. Und zu guter Letzt haben noch Karten Ultimate Unit Effects oder kurz UEE. Das sind quasi Bedingungen, die erfüllt werden müssen durch andere Kampfmitglieder, damit dann quasi, wie gesagt, dann wie noch eine neue Fähigkeit sich aktiviert, so will ich es mal nennen. Cooler an sich hat keine, wenn wir mal uns Krillin anschauen, dann seht ihr, Krillin ist anders. Neben ihm ist noch Yamcha und Tenshinhan gelistet. Heißt, wenn ihr im Team selbst neben Krillin noch Yamcha und Tenshinhan habt, dann könnt ihr dadurch einen Ultimate Unit Effekt starten. Ist dann so gesehen auch ein weiterer Effekt, eine weitere Fähigkeit. Diese können dann quasi verschiedene Natur sein, sei es ein Buff und so und so fort. Genau, und wenn ihr einmal die X-Taste klickt, dann bekommt ihr hier die Rückseite der Karten so gesehen zu sehen und hier wird dann beschrieben, was genau welcher Effekt ist oder die Namen gelistet. Zum einen sehen wir, wie gesagt, die TP bei Cooler sind an der Stelle 3700 seine HP, er hat eine Kraft von 5800 und die Abwehr ist bei 1500. Sein Superangriff heißt Goldene Supernova, braucht 7 Heldenkristalle und seine CAA heißt Goldene Erfassungsexplosion. Die Fähigkeit, die er hat, an sich ist größtes Genie des Weltraums. Klickt ihr nochmal auf die X-Taste, werden euch die Details zu den einzelnen Fähigkeiten des Charakters gezeigt. Zum einen auch hier bei Golden Cooler seine CAA und natürlich auch seine Fähigkeit 1. Da ist dann natürlich gelistet, was genau welcher Charakter drauf hat. Zusätzlich zum Namen gibt es noch einen Status. Bei Cooler wird euch normal angezeigt. Das zeigt mehr oder weniger an, ich will nicht sagen, in welche Form er ist. Eigentlich steht es schon im Namen, aber in welche Verfassung er sich befasst. Beispielsweise, was meine ich damit, wenn wir auf Trunks gehen, dann ist sein, also er heißt Trunks Zukunft, aber sein Status ist, er heißt also Super Saiyan Wut Trunks so gesehen. Bei Vegeta haben wir quasi im Namen Vegeta drin, aber sein Status ist Super Saiyajin, also er fängt als Super Saiyajin im Kampf an. So, zusammenfassend, was macht denn eine Karte aus? Eine Karte macht aus, zum einen natürlich, ich will mal sagen, ihre Seltenheit spiegelt dann das auch wieder, wie gut die Karte ist. Aber wenn wir davon ausgehen, was die Charaktere an sich ausmacht, was Herz und Seele der Charaktere ist, dann ist das natürlich, sind das ihre Fähigkeiten, ihre Passive. Je nachdem, was für eine Pass, was für eine Fähigkeit die Karten haben, je nachdem baut man seine Team-Setups auf und je nachdem kann man auch sich überlegen, okay, nehme ich den und den Charakter mit, zum Beispiel für ein UEE, damit ich quasi dann die Kombos spielen kann, oder nehme ich Charaktere mit, die sich hier besser mit den Fähigkeiten legen und so fort. Also es nimmt auf jeden Fall eine gewisse Tiefe ein, denn im Endeffekt ist ein Sammelkartenspiel, sage ich mal, für was ich ausgedrückt, beziehungsweise ein Kartenspiel, mit dem man Decks baut und da geht sechs Konstellationen wirklich sehr, sehr viel. Also am wichtigsten ist natürlich zu wissen, was die Karten von einem selbst drauf haben, welche Fähigkeiten sie drauf haben und wie gut sie miteinander synergieren, sage ich mal. Aber für den Anfang gesehen wollte ich auf jeden Fall erstmal zusammenfassen, wie ist denn eine Karte aufgebaut und von was handelt denn eine Karte? Alles klar, nachdem wir ausführlich besprochen haben, was es denn mit den Karten auf sich hat, dass ja quasi Herz und Seele dieses Spiels darum geht, ist, schauen wir uns mal die verschiedenen Game-Modi an oder an sich die Navigation im Menü. Zum einen können wir hier logischerweise zum Titelbildschirm zurückkehren, da gibt es gewisse Optionen und dann schaltet ihr das Spiel quasi. Und was ist hier quasi dann auch noch wichtig, das ist die Deckerstellung. Es gibt zum einen eigenes Deck und einfaches Deck. Was ist der Unterschied? Bei einfachen Decks könnt ihr nur Karten wählen, normale Super Dragon Ball Heroes Karten. Das heißt, im eigenen Deck könnt ihr auch selbst erstellte Karten nutzen. Man kann in Super Dragon Ball Heroes World Mission selbst erstellte Karten erstellen oder auch nutzen, besser gesagt. Aber man kann sie auch ausrüsten mit verschiedenem Zubehör. Bei einfachen Decks geht es nicht und für ein paar Modi kann man auch nur einfache Decks nutzen. Das ist halt der Unterschied, deswegen gibt es diesen Unterschied. Wenn ihr auf eigenes Deck klickt, dann könnt ihr euch, wie gesagt, ein Deck erstellen aus bis zu 7 Karten. Es gibt wirklich viele Deckslots, bis zu 50 Stück. Heißt, ihr könnt euch Decks schon mal vorfertigen, sie umbenennen, speichern, kopieren und so und so fort, indem ihr zum Beispiel hier auf Option klickt mit Y. Aber, wie gesagt, das ist zum Beispiel jetzt mal mein Deck und nachdem wir uns angesehen haben, was die Karten drauf haben, kann man noch die eigenen Karten ausrüsten, indem man ihnen bis zu 4 verschiedene Zubehör gibt. Zum einen sind das Sachen wie zum Beispiel so ein, ich nenne es einfach mal ein Gürtel. Mit diesem Gürtel könnt ihr die Werte eines Charakters erhöhen. Beispielsweise hat mein Cooler dieses Gürtel hier ausgerüstet und seine Kraft erhöht sich um 1000. Man kann Charakteren anderen Superangriffe geben, beispielsweise die Galick-Knarre oder eine Key-Explosionsknarre. Man kann ihnen verschiedene Fähigkeiten geben, wie beispielsweise eine Superverstärkung. Da bekomme ich in der dritten Runde 1000 Kraft hinzu. Oder nochmal so Spezialfähigkeiten. Das ist dann hier zum Beispiel, das sind die Protaro-Ohrringe, sage ich mal. Und die Effekte von diesem Spezialzubehör stehen natürlich auch an der linken Seite dran. Im Menüpunkt Verbündete könnt ihr euch eure Verbündeten ansehen. Die Verbündeten gewinnt ihr zum einen durch die Story-Modi.
Meine Verbündete an der Stelle ist Not. Ich kann ansehen, okay, das und das hat sie drauf. Ich kann ihre Super-Attack ändern. Ich kann ihr Deck ansehen. Die Sache mit den Decks der Verbündeten ist, man kann sie nicht ändern. Das ist quasi ihr Deck. Und wenn ich sie in den Story-Modus wähle, dann kämpfe ich mit ihrem Deck statt mit meinem. So funktioniert das quasi mit den Verbündeten, um es auf den Punkt zu bringen. Im Menüpunkt Story-Modus, ich glaube, das ist selbsterklärend. Da kann man quasi in die Story eintauchen. Es gibt verschiedene Kapitel. Ich bin aktuell bei Kapitel 2. Und ja, ihr könnt gerne in den Let's Plays vorbeischauen, wenn euch das Ganze interessiert, wie die Story vorangeht. Aber es ist, wie gesagt, selbsterklärend. So, im Arcade-Modus trifft man gegen, wie es dran steht, legendäre Kämpfer aus der Welt von Dragon Ball an. Die Sache ist, was hat es damit auf sich? Im Endeffekt könnt ihr gegen Computer kämpfen, Freunde. Zum einen könnt ihr hier in die Gott der Zerstörung Bildsaga eintauchen, in die Gold Freezer Saga, und ihr kämpft dann gegen diese Charaktere aus der Ära. Interessant wird es dann im Erstellmodus, denn hier könnt ihr euch eure eigenen Karten erstellen, das glaube ich selbst erklären. Ihr könnt aber auch Missionen bearbeiten, Spielemissionen erstellen, bearbeiten, eure eigenen Daten einsehen. Aber wie gesagt, ein wenig selbst erklärt, ihr könnt eigene Karten erstellen tatsächlich und diese auch nutzen. Also ihr könnt damit sie in euer Team einbauen und damit kämpfen. Zum einen, wie ihr das seht, kann man auch hier die ganzen Materialien, die man braucht, in einem Shop kaufen. Werde ich euch gleich zeigen, wo das Ganze ist. Da kann man auch quasi an sich Karten kaufen, die es im Spiel gibt. Aber beispielsweise kann ich hier eine leere Karte benutzen, ist quasi so vom Layout erstmal her. Ich kann hier wählen die Rarität 2, dann kann ich einen Charakter wählen, kann man alles freischalten noch im Spiel oder kaufen, wie gesagt. Dann wähle ich eben meinen Charakter, platziere meinen Charakter, ich kann die Superangriffe wählen, ich kann die Fähigkeiten wählen, ich kann die CAA wählen und so weiter und so fort. Im Online-Modus oder auch Netzwerkkampf genannt, könnt ihr gegen andere Spieler kämpfen, ihr könnt online kämpfen, ihr könnt lokal spielen, ihr könnt an speziellen Events ran teilnehmen und so und so fort. Ist, glaube ich, auch ein wenig selbsterklärend. Im letzten Menüpunkt gibt es verschiedene Läden, Freunde. Aus diesen verschiedenen Läden könnt ihr euch verschiedene Sachen kaufen. Zum einen aus dem Erstellladen könnt ihr euch Ziegel kaufen, um eigene Karten zu erstellen. Es gibt Objektladen. Diese Objekte könnt ihr nutzen, um euch im Kampf einen Vorteil zu erschaffen. Zubehörladen, wie gesagt, um eure Charaktere auszurüsten, eure Karten, wie wir uns vorhin angesehen haben, mit gewissen Set-Boost-Fähigkeiten und so fort. Und Gadgetladen, wahrscheinlich das, was die meisten interessiert. Nämlich aus diesem Gadgetladen könnt ihr Karten kaufen. Zum einen Zubehör-Gadgets oder andere Karten. Ihr habt nämlich Tickets. Ihr seht oben dran, ich habe 27 blaue Tickets. Und mit diesen blauen Tickets kann ich mir aus einem normalen Gacha-Pool Karten ziehen. Aus diesem normalen Gacha kann man Charaktere bzw. Karten von der Seltenheit U bis SEC ziehen. Mit den goldenen Tickets, das ist quasi seltener Gacha, ein seltener Pool, kann man Karten ab der Seltenheit SS oder höher gewinnen bzw. ziehen an der Stelle. Und ein Ticket ist quasi ein Charakter, wenn ihr 10 auf einmal ausgibt, könnt ihr dann quasi 10 Charaktere beschwören. In dem Fall gibt es, wie gesagt, verschiedene Sets, verschiedene Booster Packs. Super Dragon Ball Heroes, das sind quasi die allerersten Sets, sag ich mal, die ersten Booster. Es gibt Promokarten und UVM ist Universal Mission. Das sind die aktuellen Sets, sage ich mal. In Japan sind wir aktuell auf Universal Mission Set 7, indem ich das Ganze aufnehme, seit April. Im Spiel selbst gibt es bis jetzt nur 2 Sets und im Spiel selbst gibt es bis jetzt 1161 Karten. Ob weitere hinzugefügt werden, kann ich euch nicht verraten. Ich könnte es mir vorstellen, was heißt nicht verraten, ich weiß es im Prinzip nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen in der Zukunft eventuell, denn in Japan sind wir mittlerweile, wie gesagt, bei Set 7. Und wenn ihr dann quasi auf ein Set klickt, könnt ihr quasi aussehen, wie gesagt, wollt ihr einmal ziehen, wollt ihr zweimal ziehen. In dem Fall mit den Gacha-Tickets. Wenn ihr bei seltenen Gacha zieht, würdet ihr mit den seltenen Gacha-Tickets ziehen. Dann kommen wir aber mal allmählich zum Gameplay. Bevor ein Kampf startet, könnt ihr natürlich erstmal euer Deck wählen. Nun, anfangs kommen die Charaktere dann hier quasi rein. Ist eine Animation, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Man trifft gegen Gegner auf, das sind die Gegner. Es gibt eine gewisse Quest im Kampf. Wenn ihr die erfüllt, dann ja, erfüllt ihr sie, bekommt gewisse Sachen. Nun, dann aktivieren sich erstmal verschiedene Effekte eurer Charaktere. Das seht ihr, wie das Ganze aufkommt. Lass mich erstmal zum Layout selbst etwas sagen. Was es hier denn zu sehen gibt, was ist denn wichtig? Und so habe ich zuerst mal auf Pause geklickt, denn ihr seht schon, es gibt einen Timer. Ihr habt 3 Sekunden Zeit in einer Runde, um euren Kampf vorzubereiten für diese Runde. Am Layout selbst, was gibt es zu wissen? Oben links sehen wir hier natürlich erstmal eine Anzeige. Die ist bei 8000. Das ist unsere Battle Power Anzeige. Bei wem die Anzeige am höchsten ist, der greift eben zuerst an. Und zumal sorgt sie dafür, wie viel Heldenenergie man hat. Und drunter gibt es die Heldenenergie. Ihr seht, ich habe aktuell 2 Heldenenergie. Heldenenergie an sich benutzt man bzw. braucht man, um Super Attacks zu starten. Wir haben ja vorhin gesehen, Cooler braucht 7 Heldenenergie, damit er seine Super Attack startet. Aktuell habe ich nur 2, also könnte ich seine Super Attack nicht starten. Diese Heldenenergie, wie bekommt man Heldenenergie? Für jeden 3000er Schritt bei der Poweranzeige bekommt ihr eine Heldenenergie. Ich bin bei 8000, habe
dementsprechend 6000 erreicht. Also es sind 2000 Schritte und dementsprechend habe ich 2 Heldenenergie. Würde ich im Endeffekt 9000 Power haben, dann hätte ich 3 Heldenenergie. Links direkt darunter sind meine Kampfmitglieder. Das sind die Charaktere, die ich quasi im Deck habe. Dort wird zum einen auch angezeigt, ob ihre Effekte aktivierbar sind oder ihre Superangriffe. Die HP meines Teams oder so gesagt, die Lebenspunkte meines Teams setzt sich dabei aus den einzelnen Lebenspunkten der einzelnen 7 Charaktere zusammen. Also diese werden dann einzeln hochaddiert und das kommt dann bei raus. Oben rechts sind dann die Lebenspunkte des Gegners. Seine Power, die Power wird nicht angezeigt, sie wird erst angezeigt, wenn man quasi in die Kampfphase eintritt, und seine Heldenenergie. Was noch sehr wichtig ist, ist, dass jeder Charakter eine eigene Key-Anzeige oder auf Deutsch eine eigene Ausdaueranzeige hat, denn mit dieser wird quasi gekämpft. Maximum ist hier bei 4. So, kommen wir aber jetzt mal zum Kampfsystem. Wie wird denn gekämpft? Das Wichtige ist hierbei, ihr seht ja quasi ein Feld, das ist in 4 Bereichen aufgeteilt. Der vordere Bereich ganz oben, rote Bereich, sage ich mal, dahinter, den mittlere Bereich, dann nochmal eins dahinter und ganz zum Schluss der blaue Bereich. Der blaue Bereich ist quasi der Support-Bereich. Es ist nämlich folgendermaßen, Freunde, wenn ihr einen Charakter, die Power im Team, oben links die Anzeige, ist abhängig davon, wo und wie ihr den Charakter hinstellt. Wenn ich jetzt zum Beispiel den Trunks hier, den ich habe, in Ausdauererholung habe, in Support-Bereich, dann verbraucht er keine Ausdauer, er gibt aber auch 0 Power. Eins weiter oben verbraucht er ein Key, gibt aber 1000 Power hinzu, eins weiter oben verbraucht er 2 Key, gibt dann 2000 Power hinzu und schlussendlich ganz oben verbraucht er dann 3 Ausdauer, das leuchtet auch auf, ihr seht es, aber gibt dann 3000 Power auf die Anzeige hinzu. Genau, und zusammenfassend ist das Schlachtfeld in 4 verschiedene Bereiche aufgeteilt. Wenn man einen Charakter ganz nach vorne hinstellt, verbraucht er 3 Key, gibt aber 3000 Power hinzu. Eins weiter hinten verbraucht er 2 Key, gibt 2000 Power. Eins dahinter verbraucht er 1 Key, gibt 1000 Power. Und im Supportbereich, im blauen Bereich, verbraucht er keine Key, gibt aber auch keine Power, aber er erholt sich in einer Runde dann um 2 Key. Das ist wichtig, dass man das auf jeden Fall weiß. Genau, und wenn man im Endeffekt dann seine Charaktere gelistet hat, kann man auf einmal bestätigen klicken und die Kraft, die da oben sind, greifen jetzt an, in dem Fall nur die 2 Trunks, die hinten sind alle im Support-Bereich, die erholen sich um 2 Key, aber greifen nicht an. Ich habe hier jetzt mehr Power als mein Gegner, also greife ich zuerst an. Es ist wichtig, wer zuerst angreift, weil der tickt seinen Angriff zuerst logischerweise. Heißt, ich greife zuerst an, jetzt kommt eine Aufladungs-, jetzt kommt ein Bam, okay, jetzt kommt ein, sorry, ich musste kurz stoppen, jetzt kommt ein CI, heißt auf Englisch Charge Impact. Da müsste quasi auf Deutsch heißt es AE. Aufladungseinschlag. Da müsst ihr dann quasi tippen mit der A-Taste. Je höher, wer am meisten quasi die Leiste voll hat, der greift zuerst an. In dem Fall, ich zeige mal hier mehr. Ups, jetzt kann ich hier quasi auch einen Effekt von Trunks freischalten. Ihr seht es schon, das sind eben die verschiedenen Effekte, CAAs, TAs und so fort oder die verschiedenen Fähigkeiten. Und hier kommt noch ein Superstützmodus jetzt von Trunks. Das ist dann auch hier ein weiterer Touch. Also das ist ein TAA, was wir von ihm sehen. Ihr merkt auch schon, es kann vielleicht ein bisschen verwirrend gerade sein mit den ganzen Bewegungen. Aber ihr seht schon, zum Stützen muss ich jetzt meinen Controller bewegen oder auf dem Touchpad lege, dass wir im mit dem Finger natürlich Touch, ja, der Touch natürlich drauf, ist glaube ich auch selbsterklärend an der Stelle. Aber, bam, jetzt haben wir noch, geben wir noch einen geilen Schlitz hinzu. Und somit hätten wir dann quasi hier gewonnen an der Stelle den Kampf. Wir haben die HP des Gegners auf 0 gebracht. Wichtig ist hier, dass ihr euch merkt, es ist wichtig, wo ihr eure Charaktere positioniert. Und es ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr mehr Power als der Gegner habt. Um es mal kurz wirklich von den Basics zu sagen, denn wer mehr Power hat, der greift zuerst an und man will zuerst angreifen. Ihr müsst dann aber auch eure Aufladungseinschläge gewinnen. Ja, zur richtigen Zeit den A-Punkt klicken, damit ihr quasi, je höher die Leiste ist, desto besser ist es. Wäre es quasi beim Gegner höher, dann würde er das Ganze blocken, mein Angriff. Und nachdem man seinen Angriff gestartet hat, greift natürlich im nächsten Zug der Gegner an. Alles klar, dann schauen wir uns mal die verschiedenen Typen an. Es gibt, wie gesagt, 3 Typen in Super Dragon Ball Heroes World Mission. Wir haben zum einen die Heldentypen, sind rot gezeichnet, wie Elite-Typen blau und Berserker-Typen, sag ich mal, violett. Heldentypen an der Stelle sind ausgeglichene Kämpfer, sind quasi allrounder mit einer hohen Abwehr und sie sind einsteigerfreundlich. Ganz wichtig für das Gameplay ist, wenn man mit Charakteren vom selben Typus angreift, dann erhält man einen Kurbonus, wenn man einen Perfekt erreicht. Diese Kurbonus oder Boni entfesseln quasi verschiedene Effekte. Bei den Helden erhöhen sie quasi die Power und wir bekommen eine Heldenenergie dazu. Elite-Kämpfer auf der anderen Seite sind Ausdauerkämpfer. Sie benutzen Key-Sphären, um anzugreifen, Fernangriffe sozusagen, und können dadurch, dass sie Ausdauerkämpfer sind, sowohl auf ihre eigene Ausdauer achten, aber auch die gegnerische Ausdauer quasi senken und dadurch dann quasi auch einen Gegner betäuben. Denn wenn der Gegner keine Ausdauer mehr hat, dann wird er betäubt. Ausdauerkämpfer in dem Fall haben eine hohe Ausdauer, also kann man auch mit ihnen mehr Runden, sag ich mal, hintereinander kämpfen. Der Kurbonus der Elitekämpfer auf der anderen Seite sorgt für eine Ausdauerheilung. Und dadurch könnt ihr natürlich die Elitekämpfer lange im Kampfgeschehen halten, denn sie heilen ihre Ausdauer. Wenn ein Charakter keine Ausdauer mehr hat, dann muss man ihn auf jeden Fall zurücksetzen, dass seine Ausdauer heilt, denn sonst kann man ihn betäuben. Also ist immer gut, wenn ein Charakter viel Ausdauer hat, denn dann kann man mit ihnen auch oft kämpfen.
So, und zu guter Letzt haben wir noch die Berserker-Typen. Die Berserker-Typen sind einfach All-Out-Kämpfer, sind auf Schaden fokussiert, ist ein Schadenkämpfer. Sie können quasi viel Schaden verrichten, die TP des Gegners senken, also das Leben des gegnerischen Teams. Und sie neigen aber dazu, dass sie eine niedrige Abwehr haben und werden dementsprechend auch leichter betäubt, weil sie weniger Ausdauer haben. Und der Core-Bonus der Berserker sorgt dafür, dass die Heldenenergie des Gegners gesenkt wird. Ja, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, dass man einen Blick auf die Powerleiste haben sollte. Wenn man zuerst angreift, hat man den Vorteil. Zudem sollte man auf jeden Fall darauf aufpassen, wie die Ausdauer der Charaktere ist. Hat ein Charakter mal wenig Ausdauer, setzt ihn in den Supportbereich, sodass er nicht betäubt wird. Weil wenn er betäubt ist, keine Ausdauer hat, dann kann er auch nicht angreifen. Oder in dem Fall auch nicht verteidigen, also bekommt dann den Schaden. Ihr könnt dann quasi bei dem Charge Impact, also bei dem AE-Kampf, nicht auf den A-Button klicken. Auch wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, wenn ihr mit selben Charakteren kämpft, vom selben Typus, wie wir gerade gesehen haben, bekommt ihr ein Koop-Boni. Diese Koop-Boni könnt ihr auf jeden Fall auch nutzen, wenn ihr eine Perfekt schafft in dem AE-Kampf. Zusätzlich dazu haben natürlich, wie gesagt, Charaktere oder die Karten selbst Leben von ihren Fähigkeiten. Die werden wir uns gleich genauer ansehen. Sie leben von ihren Fähigkeiten, CAs, TAs und den ultimativen Einheiten, sofern sie welche haben. Die Fähigkeiten gucken wir uns gleich genauer an, davon gibt es 4 verschiedene Typen. CAA und TAA sind wirklich ähnlich, sage ich mal. Wenn ein Charakter eine gewisse Bedingung erreicht, dann kann er diese aktivieren. Wir haben es vorhin, die TAA, Touch Active Ability, bei Trunks gesehen, indem er quasi den Gegner aufgeschlitzt hat. Das war quasi so eine TAA. Wenn eine gewisse Bedingung sich aktiviert im Kampf, dann kann der Charakter diese TAA oder die Card Action Ability CAA aktivieren. Das hängt von dem Charakter ab. Selbes gehört auch quasi zu den ultimativen Einheiten. Da müssen auch ein, zwei Bedingungen stimmen. Da müssen aber auch, besser gesagt, 2 weitere Charaktere mit dem Anführer im Team sein, damit man es aktivieren kann. Im Endeffekt sind diese 4 Sachen, die wir uns angesehen haben, also vor allem CAETA haben wir gesehen und Einheitenfähigkeiten werden wir noch sehen, sind das quasi von der Karte selbst abhängig. Es sind so gesehen verschiedene Abilities oder verschiedene Passive, die unter bestimmten Bedingungen triggern. Wie gesagt, lass uns erstmal die 4 verschiedenen Typen der Fähigkeiten uns ansehen. So, und der erste Typus einer solchen Fähigkeit kann von Typ Angriff sein. Dieser aktiviert sich, wenn ihr den Charakter in den Angriffsbereich stellt, also ganz nach vorne platziert, und somit aktiviert sich dann quasi der Effekt dieser Karte, wie wir das beispielsweise bei Vegeta machen. Wenn wir ihn nach vorne stellen, erscheint neben ihm eine Kapsel und es steht nebenbei dran, Fähigkeit aktiviert. Der zweite Typus einer solchen Fähigkeit ist die Unterstützung. Wie es der Name sagt, wenn ihr den Charakter, wenn ihr die Karte in den Unterstützungsbereich legt, dann aktiviert es die Fähigkeit. Beispielsweise, wenn ihr jetzt Gohan in den Unterstützungsbereich setzen, erscheint auch eine Kapsel und eine gewisse Fähigkeit aktiviert es dann eben. Der dritte Typus einer solchen Fähigkeit kann in dem Fall eine Verbindung sein. Wenn ihr den Charakter in den Unterstützungsbereich setzt, dann kann er sich mit dem Charakter, der angreift, verbinden und so durch gewisse Effekte aktivieren. Beispielsweise, wenn ich jetzt hier an der Stelle meinen Muten Roshi nehme, dann erscheint eine Verbindungslinie und mit dieser Verbindungslinie kann ich den Charakter verbinden, der im Angriffsbereich ist, und der profitiert dann in dem Fall von einem Support-Aspekt, sage ich mal, von einem Buff von Muten Roshi. In dem Fall wäre es, dass sich die Ausdauer von Vegeta erhöht, wie es hier dran steht. Und der letzte Typus solcher Fähigkeiten sind automatische Fähigkeiten, und wie es der Name schon sagt, aktivieren sich diese, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und der Effekt der Karte, je nach Karte, wie gesagt, wird sich dann quasi aktivieren. So viel auch zu den Fähigkeiten, zu den CAs und TAs. Die haben wir eben vorhin bei Trunks gesehen. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, aktivieren sich und man muss eine bestimmte Bewegung machen. Es gibt wirklich reichlich viele davon, aber vom Grundprinzip her funktionieren sie alle ähnlich. Zu guter Letzt haben wir hier an der Stelle noch die Einheiten, die ultimativen Einheiten. Diese aktivieren sich, wenn es einen Anführer gibt und wenn auch quasi die Mitglieder im selben Team sind. Im Fall von Gohan seht ihr das. Da müsste quasi im Team noch ein weiterer Goku sein und ein Goten. Und dann kann man die ultimative Einheit dieses Charakters aktivieren. So, in dem Fall haben wir 3 Heldenenergie gebraucht. Diese haben wir uns geholt. Jetzt müssen wir die Karten zusammenbringen. Zuallererst brauchen wir den Anführer. Diesen müssen wir in die Mitte setzen, Gohan. Und die Charaktere, die zur ultimativen Einheit gehören, müssen wir neben ihm platzieren, links, rechts, sodass eben der Effekt der ultimativen Einheit hier aktiviert. Dann drückt man einfach mal A und das Ganze aktiviert es, wie gesagt. Wie könnte solch ein Effekt aussehen? Nun, in dem Fall von Goten, Goku und Gohan können nun alle Mitglieder ihre Super Attack angreifen. Und dafür sorgt eben diese ultimative Einheit dieses Charakter. Und wie gesagt, jeder Charakter hat seine eigenen Fähigkeiten, seine eigenen Effekte, seine eigenen Passive. Dementsprechend, wenn ihr das Ganze spielt und euch ein bisschen quasi da befasst, dann werdet ihr quasi mit dem Ganzen vertraut. Ich wollte euch, wie gesagt, nur die Grundprinzipien zeigen. Und somit wären wir auch am Ende des Anfängerguides für Dragon Ball Heroes World Mission. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ich könnte es euch näher bringen, euch ein bisschen bekannter machen mit Dragon Ball Heroes an sich. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, was hattet ihr von Super Dragon Ball Heroes World Mission? Werde ich euch das Ganze zulegen? Wenn ja, wünsche ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Zocken. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.